Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Espero no hay felicidad. Hallo und willkommen zum 13. Türchen. Die 13. Es ist nicht Freitag der 13., aber Donnerstag der 13. Und wir haben heute Herzchen. Herzchen. Auch Peter nahm jetzt einige Münzen in die Hand. Just, und wie genau funktioniert dein Kupfertest? Fragte er. Ganz einfach. Die Säure der Zitrone und das Salz lösen den Kupferrost auf, der sich an der Münze gebildet hat. Dann kann man das blanke Metall sehen. Goldmünzen wären auch viel schwerer. In der Zwischenzeit hatte Bob eine Holzkiste geöffnet. Vielleicht finden wir aber hier drin den Schatz. In der Kiste befand sich eine wässrige braune Brühe. Vorsichtig griff Bob hinein. Hauptsache, mich beißt jetzt nicht ein Krebs oder sowas. Doch das geschah nicht. Denn kurz darauf hob er mehrere Porzellanteller aus der Kiste. Sie waren reich verziert und in der Mitte konnte man geschwungene Buchstaben erkennen. Was soll das bedeuten? Die Buchstaben sind im Laufe der Zeit ja fast verschwunden. Dann legte Bob drei der Teller nebeneinander auf den Boden. Ich wüsste zu gern, was das heißen soll, aber vielleicht gibt es ja einen Trick, um das Wort lesen zu können. Pause jedes Herz auf transparentes Butterbrotpapier oder durchsichtige Folie ab. Achte genau auf die Bruchstücke der Schrift. Welchen Namen kannst du lesen, wenn du alle drei Zeichnungen genau übereinander legst und gegen das Licht hältst? Esmeralda, kann ich auch so lesen. Esmeralda, Lösung Nummer 4. Also ich möchte jetzt kein Butterbrotpapier oder sowas verbrauchen. Deshalb, wir gehen sparsam mit den Ressourcen um. Und Lösung Nummer 4 ist ein Vogel, Rabe, was auch immer. Und wir finden das, den Vogel hier direkt neben dem Schiffi. Oh, seht ihr das? Da ist der Vogel. Und jetzt öffnen wir das Türchen. Oh. Oh, es geht in die andere Richtung auf. Ich bin verwirrt. Ah. Ha. Es ist etwas drin. Und es sind keine Teller. Es ist der Gerät, ein schwarzes Gerät, keine Ahnung. Also, irgendwas kann man da wohl festmachen, wahrscheinlich. Mal schauen, was es ist. Oh, ja. Kläppchen zu drücken. Oh. Ein Detektiv muss manchmal viele Akten wälzen, um einem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Mit dem Multi-Akten-Clip kannst du die gelesenen Akten festklemmen und aufräumen. Erstens, zweitens, drittens. Oh, okay, man kann mit dem unteren Teil irgendwie... Warte mal, ist das so? Ah, mit dem unteren Teil kann man Akten festklemmen, damit kann man einen Stift festklemmen da oben. Und das da ist, dann kann man es an einen Ordner dranhängen. Interessant. Papieraktenstapel unten in den Schlitz schieben und oben das Kläppchen zudrücken. So sind die Papiere zusammengeklemmt. Das hatten wir da unten, hier. Außerdem kannst du oben am Haken praktischerweise deinen Stift einklemmen. An der Rückseite befindet sich noch ein Haken, an dem man den Aktenstapel an eine Mappe oder einen Ordner hängen kann. Okay. Ich habe hier nur eine... okay. Das funktioniert nicht. Oh, okay. Ich glaube, ich muss das hier reinmachen. Ha!
Hier kommt der Stift rein. Yay! Wenn das ein Stift wäre. Aber es ist eine Häkel. Nee, eine Strick. Strickdingensens. Damit kann man stricken. Oder Mikrofone zerstören. Ganz wie man will. Okay. Dann war es das für den 13. Dezember. Und wir gehen Richtung Freitag, 14. Dezember. Wir sehen uns dann morgen. Tschüssi!